Hallo und willkommen zu diesem Video. Cool, dass du mit dabei bist. Heute geht es um die neue Pokémon Legenden Arceus Version 1.1.0. Denn in dieser Version gibt es extrem massive Outbreaks, alle gleichzeitig. Also das wird ziemlich heftig. Und wie du diese Outbreaks bekommst, zeige ich dir jetzt in diesem Video. Ich werde alles so gut es geht zusammenschneiden, aber so, dass du natürlich noch alles verstehst. Also bleib auf jeden Fall dran und viel Spaß. Zuallererst musst du natürlich ein Update machen. Du brauchst die Version 1.1.0, das ist klar. Und du musst einmal das Spiel komplett durchgezockt haben. Du musst einmal Arceus besiegt haben und dir das Ende komplett angeguckt haben. Ganz wichtig. Dann geht's hier los im Obsidian Grasland. Da findest du die neue Nebenmission. Hier musst du einmal mit Yona reden und die Nebenmission Ein neues Unheil beginnt. Du bleibst hier im Obsidian Gras dann, fliegst auf eine Insel hier, das wird dir alles angezeigt und du schaust dir einfach nur hier dieses Massenoutbreak an. Mehr musst du gar nicht machen. Dann gehst du zurück zu Yona und erzählst ihr alles, das war's auch schon. Dann geht's ab in das Jubeldorf, hier zu Celestis und die Aufgabe ist erst einmal abgeschlossen. Und jetzt findest du Yona immer am Haupttor. Denn jetzt bekommst du eine weitere Nebenmission, multiple Aufläufe im Obsidian-Grasland. Das heißt, jetzt geht's richtig los. Hier sind diese Aufläufe sozusagen und wir müssen jetzt in jedem Gebiet 3 Massen-Outbreaks untersuchen. Egal welche, such dir irgendwelche aus, flieg irgendwo hin und besieg diese ganzen Pokémon. Fang sie dir ein. Auf jeden Fall mach das ziemlich schnell. Denn wenn es aufhört zu regnen, sind diese Massen-Outbreaks weg. Deswegen beeile dich da ein bisschen oder speichere auch mal ab zwischendurch und mach das ganz schnell. Dann gehst du wieder zurück zu Yona und diese Aufgabe ist erst einmal erledigt. Weiter geht's im Jubeldorf, hier beim Friseur. Da startet dann die multiplen Aufläufe im roten Sumpfland, also das nächste Gebiet. Hier bekommen wir zum ersten Mal diese Bären geschenkt. Die sind auch ganz wichtig, denn wenn Mamfaxo diese Bären frisst, dann siehst du auf der Karte die ganzen Outbreaks. Die werden dir angezeigt. Das siehst du jetzt hier. Also keine Fragezeichen, sondern die werden dir immer angezeigt. Das zeige ich dir später nochmal. Und jetzt suchst du dir auch hier wieder 3 Outbreaks raus. Wenn da ein Stern dran ist, dann kann da natürlich auch ein Shiny mit dabei sein. Ich hatte jetzt hier Glück. Hier ist auch wirklich direkt ein Shiny dabei gewesen. Also mega cool. Und hier wieder genau das Gleiche. Fang dir ein paar Pokémon ein. Oder besiegt die alle. Auf jeden Fall musst du 3 Outbreaks schaffen. Und du siehst hier, nach meinem zweiten Outbreak hat es aufgehört zu regnen. Da waren die Outbreaks weg. Da musst du einmal in das Jubeldorf ein bisschen warten, ein bisschen schlafen. Und dann kommen die Outbreaks wieder zurück. Allerdings sind jetzt wieder Fragezeichen da. Also du musst jetzt mal Mamfaxo eigentlich wieder füttern mit diesen Bären. Danach hast du auch diese Aufgabe hier geschafft. Und es geht weiter im Küstenland. Wieder ab zu Yona sozusagen und dann wieder ab in das nächste Gebiet. Hier wieder genau das gleiche machen. 3 Outbreaks schaffen, da musst du noch einmal hier kämpfen gegen Lumia. Musst du auch nochmal besiegen und dann hast du die Nebenmission geschafft im Küstenland. Jetzt findest du Yona hier am Hauptgebäude oder neben dem Hauptgebäude und der Leibspeiseplan beginnt. Da brauchst du hier Pilzköder. Kauf dir die direkt ein in Jubeldorf, 10 Stück brauchst du. Und dann geht's ab in das Frostland. Hier gibt es eine Höhle, die musst du eigentlich aufsprengen mit einem Pokémon. Da sind eigentlich Steine davor. Vielleicht hast du das auch schon gemacht im Verlauf des Spiels. Dann gehst du einfach nur hier in die Höhle und wartest auf Yona. Und dann wieder ab ins Jubeldorf und der Speiseplan ist schon erledigt. Dann kommt die nächste Nebenmission auf dem Kraterberg Hochland. Hier zeige ich dir das jetzt mal. Ich fütter jetzt mal Mamfaxo. Dann wird es einmal ganz hell hier. Und dann siehst du auf der Karte die ganzen Outbreaks. Das ist auf jeden Fall hilfreich, denn du siehst ja, wo Shinies sein können. Und vielleicht willst du ja auch ganz, ganz leichte Outbreaks machen. Das ist ja dir überlassen. Und auch noch ein weiterer Hinweis. Wenn es irgendwann mal aufhören sollte zu regnen, du siehst immer dann so eine Nachricht, dann kämpf lieber gegen diese Pokémon. Denn dann bleibt ja sozusagen die Zeit stehen. Das ist ein bisschen besser. Dann hast du auch hier diese Aufgabe geschafft. Und jetzt fehlt nur noch das Frostland. Also auch hier 3 Outbreaks machen. Das geht eigentlich ziemlich schnell. Und hier hatte ich sogar Glück. Hier habe ich ein Shiny Zwielicht gefunden. Auch mega cool. Habe ich mir natürlich direkt eingefangen, ist ja klar. Und dann ist die ganze Aufgabe geschafft.
Du hast alle Outbreaks erledigt und dann kommt noch hier ein kleines Ende. Das kannst du dir auch noch anschauen. Und damit ist ein neuer Tag in Hisui erledigt. Also, ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen. Wenn das der Fall sein sollte, dann lass auf jeden Fall noch ein Like da und ein Abo. Und sei beim nächsten Video auch wieder mit dabei, denn da geht es auch mal ein bisschen um die Outbreaks. Da werden wir uns die mal genauer anschauen. Also, freu dich da drauf. Bis dahin, lass es dir gut gehen, mach's gut und ciao.